Herzlich willkommen. Hier ist aus Köln der Deutsche Fernsehpreis 2012. Und hier sind die Gastgeber des heutigen Abends. Oliver. Guten Abend. Ja, es ist eigentlich schade, dass Daniela und Renate damit höchstwahrscheinlich nie in Serie gehen werden. Apropos Serie, was macht eine gute Serie eigentlich aus? Der Idealfall ist doch, wenn man sich am Ende einer Folge auf die nächste freut. Und genau das haben diese drei Serien geschafft. Hier sind die Nominierten. Borgia. Rom ist in Gefahr. Ich brauche jetzt meine Familie in meiner Nähe. Komm, wir müssen nach Rom. Ist das schön hier, Cousine Adriana? Verkündet Lucretias Verlöbnis mit meinem Vater Giovanni. Ich werde mich nicht zu ihr zwingen lassen. Das ist dein Schicksal. Und mein Wille. Du bist nicht Gott. Deine bloße Existenz verhöhnt den Namen Borgia. Fahr zur Hölle. Diese albernen Rivalitäten gefährden Rom. Rom! Wir alle sind nur einen Fehltritt entfernt. Nein! Von der Vernichtung. Nee. Der letzte Bulle. Da können wir Löffelchen machen. Das Mordopfer hatte kurz vor seinem Tod Geschlechtsverkehr. Vielleicht ist es auch bedeutungslos. Sex ist nie bedeutungslos. Du bist und bleibst ein Romantiker. Meinst du es jetzt ironisch? Nein. Also mich kriegen Sie hier nur mit Gewalt weg. Vorsicht, sowas versteht er gerne als Einladung. Jetzt reicht's. Welche Frau kann da schon widerstehen? So gut also. Tatortreiniger. Sie sind der Putzer. Ich bin Tatortreiniger, das ist ein Unterschied. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor Entsetzen übergeben. Eieiei. Das machen Sie aber sehr ordentlich, junger Mann. Das ist ganz einfach mein Job, ne? Verstehe. Was machen Sie beruflich? Was macht eigentlich so ein Tatortreiniger? Backbrötchen. Reden Sie eigentlich immer so mit Frauen oder ist das jetzt im Speziellen nur, um mich zu beeindrucken? Das Zweite. Funktioniert? Nee. Ja. Der Deutsche Fernsehpreis, beste Serie, geht an Der letzte Bulle. Es ist eine große Freude, vielen Dank an die Jury, dass wir diesen Preis bekommen haben. Ihr habt es ja gerade schon gesagt, wir nehmen ihn auch mit einer Prise Demut entgegen, denn wir sind ja nur stellvertretend hier für dieses gesamte große Team. Und eins ist mal klar, wenn ihr morgen euren Rausch noch ausschlaft, da stehen wir um 7 Uhr schon wieder an der Schippe, denn unser Team ist vielleicht nicht das professionellste, aber es hat einen Knochen im Schnurrbart, das ist das härteste und ich freue mich drauf. Glück auf und guten Abend. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch dem letzten.